kann ich helfen. Okay, jedenfalls der da kommt. Zu Diensten sein. Ja. Vorwärts. Stirb, Narr. Auf in den Sieg! Ja? Oh, da ist Giftzombies. Sehr viele Giftzombies. Sofort. Mal zurückfallen lassen. Ich werde tun, was ich kann. Noch einen sprechen. Kann ich helfen? Du sprichst mal ein Gebet. Wie kann ich helfen? Nur deine Zauberrüstung. In Ordnung. Dieses Mal müssen Taten. Vorwärts zum Sieg! Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Dieses Mal müssen Taten. Okay. So, dann sagen wir mal hier schön Hallo. Kann ich helfen? Sie ist schon mal ein bisschen angekekst. Kommt her, wenn ihr euch traut! Manus. Endes. Ja. Euer Leben ist verwirrt! Was in Ordnung? Werde Zeugen wahrer Macht. Man merkt gerade, Giftzombies sind doch etwas schwächer als die kalten Gruftschrecken. Sag, was du gewiss. Gut, wir haben den Level-Up für Renoir und Celastra. Hand auflegen, 2 zusätzliche Trefferpunkte, Sagenkunde. Habe ich immer gerne. Bei dir auch. Leider kein neuer Zauber. Slot für beide. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. In Ordnung. Ja, erstmal plündern wir hier. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Oh, wie nett. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich muss mich bald ausruhen. Eine schwere Armbrust. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Ein paar Schädel. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Die scheint der Schädel eines Menschen zu sein. Ja. Vielleicht können wir nochmal was damit anfangen. Eine Schnellschussarmbrust. Kann nicht verwendet werden von Kleriker, Druide, Magier, Mönch, Schamane, Kleriker, Gatata. Warum ist die einhändig? Fällt mir jetzt gerade so auf, dass die einhändig ist. Die leichte Armbrust. Kann ich die? Ihr könnt eine zweihändige Waffe nicht in einer freien Hand. Finde ich interessant. Keine Ahnung nur, was das bringen soll. Also ja, für die Schnellschussarmbrust ist sie leider zu schwach. Trübe Schnelligkeitsöl, das war zu hastig.
Kriegstagebuch. Eine Liste mit hingekritzelten Notizen. Markev, Anführer einer unbeständigen Sklaventruppe, verdingte sich früher als Dieb und Mörder bei verschiedenen Söldnerunternehmen. Malavon, Vielauge, mächtiger Hexenmeister, Usurpator, ein Drow. Shikata, Bestie von der Feuerebene, Verbindung unbekannt. Arundel, spirituelles Oberhaupt Kuldars, Erzdruide, muss beseitigt werden, bevor er Hilfe holt. Rodgar, effektiver Anführer von Osthafen, könnte Ärger machen, vermute, alter Feind wird ihn beseitigen. Everard, Tempuspriester in Osthafen, schwer durchschaubar, muss eventuell beseitigt werden, könnte Barbaren und Einheimische zum Kampf anstacheln. Forstriesen, Verbindung unbekannt, schießen vermutlich Pakt mit altem Feind. Maid Ilmadia, Elfenkriegerin, nur Jungfrau. Merkwürdig, wurde beobachtet, wie sie sich in der Nähe der abgetretenen Hand herumschlich. Orik, Magier aus Kuldahar, verschlossen, wahrscheinlich keine Bedrohung. Buddha Pokelin, Imata Wanderpriester, seltsame Zeichen auf der Kleidung, Verbindung ungeplant, unbekannt. Einsatzplan, 20 Echsenmenschen, 20 Trolle, 60 kalte Gruftschrecken, 5 untote Leutnants, 5 Hisachi et al. Okay. Sehr interessante Pläne. Steht aber leider nicht da, was für eine Stärke sie bräuchte, um das Ding zu führen. Gewicht 12 zu Gewicht 6, aber es ist eine schwere Armbrust. Selbst sie kann die Armbrust einfach anlegen. Auch gut. Kann sie den Bogen? Ja, könnte sie auch theoretisch. Also es ist praktisch, dass sie das so gemacht hat. Ah ja. Das ist Untote festhalten. Das sind zwei Tränke, die weg können. Das ist der. Eine Flasche Wein. Der Etikett dieser Weinflasche steht Masembaröte. Der Lesener Jahrgang soll sich um eine fruchtige Mischung aus Gewürz und Taublumenaromen handeln. Die Weinberge von Masemba sind bekannt für ihre feinsten, festen Trauben, die Aroma aus der würzigen, salzigen Luft der See der Sternenregen ziehen. Also ja, mal sehen, ob wir damit was anfangen können. Wendigkeitstrank. Wie kann ich helfen? Oh, und sie hat ja auch Drop hinterlassen. Okay, was haben wir hier? Ionenstein, eine Robe, Geld, Dolch und Pflegel. Kannst du nicht identifizieren, das auch nicht. Hammerflegel plus 2. Ja. Dann identifizieren wir das alles. Dunkler Ionenstein. Ursprünglich für einen Meisterdieb angefertigt wurde dieser dunkle Ionenstein bei den Überresten eines Gnoms gefunden. Im Inneren der Schale einer Riesenmuschel an der Schwertküste. Und vor seiner Macht seitdem für noble Zicke von Jägern, Webern und einem besonderes alten Hafter benutzt wurde, bleibt der Stein besonders für diejenigen von uns Schutzfarben wert, die weniger ehrbare Neigungen besitzen.
Also ja, ist ein Helm. Okay. Nekromantierrobe. Hat eine Rüstungsklasse, was das Ganze besser macht. Also Rüstungsklasse von 6. Magieresistenz 3. Lähmung, Gift und Todesmagierettungswurf. Mhm. Okay, die schlicht die Art dieser Robe verbirgt die Kräfte, die sie ihrem Trainer verleiht. Die Nekromantenrobe gehörte zuvor einem Zauberer aus Luskan, der Mitglied des Heerturms der Arkanen war. Er erschuf den Gegenstand, um sich auf der Suche nach exotischen Gegenständen für seine Experimente zu schützen. Die Schutzkraft war jedoch nicht stark genug, ihn zu retten, als er in einen Zwist mit einem hochrangigen Mitglied der Plageratten, einem Bund feiger Diebe und Meuchelmörder in Dienste Talonas geriet. Resio kaufte dem Mörder die Robe etliche Jahre später ab. Also ja, Rüstungsklasse 1. Und sieht schick aus. Resios Dolch plus 2. Oh. Auch nicht schlecht. Kettewiderstandsrobe können wir dann verkaufen. Okay. Was sagt der Munitionsbeutel? Haben wir noch Bolzen oder habe ich die jetzt schon alle raus? Ah, ein Stack hätten wir noch. Okay. Dein Befehl? Sofort! Das heißt, gegen ein paar Giftzombies haben wir nicht so viele Probleme. Und ja, ich hätte für Hagrim bitte mal eine bessere Waffe. Wenn es sein muss. So, hier war irgendwo die Falle. Oh, die Giftzombies von hier oben sind auch angelatscht gekommen. Ich höre. Ist das alles? Sag, was du einverstanden. Was? Ist das alles? Wie kann ich helfen? Weiter! Was ist, wenn es sein muss? Ja, man muss ich noch... Ich möchte mich ja nicht einmischen. Dein Befehl? In Ordnung! Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ich tu's. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich bin müde. Wir müssen Es soll geschehen. Ja, du bist müde, deswegen kriegst du jetzt erstmal eine Falle ins Gesicht. Ich muss mich bald ausruhen. Sag, was du weiter. Was? Mit Vergnügen. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Genau, vor der Tür war auch noch eine Falle. Das ist die Frage, ist noch eine Falle an der Tür? Was ist los? So soll es geschehen. Nein. Und da geht's in die vierte Ebene runter. Gut, das heißt, Quick Save macht. Dein Befehl? Einverstanden. Kommt her, wenn ihr euch traut. Woran? In Ordnung. Das macht mir nichts aus. Ich höre. In Ordnung. Und schlagt Leute, die sich besser wehren können. Ja, einverstanden.
So, dürfen wir jetzt in Ruhe rasten? Hier unten war nichts mehr, gell? Nein, dürfen wir nicht, aber jetzt habe ich gerade auch keine Lust, die zu verhauen. Wie kann ich helfen? Ich sollte euch gnädig sein. Ich kann das machen.